Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing der Soundcore Liberty 4. Das sind die neuen Premium-Kopfhörer von Anker. Anker kennt ihr wahrscheinlich durch die Ladegeräte oder Powerbanks. Anker hat aber auch eine Audiomarke namens Soundcore. Da habe ich ja letztes Jahr auch die Liberty 3 Pro getestet und war richtig begeistert. Umso mehr habe ich mich auf den Nachfolger gefreut, beziehungsweise so den halben Nachfolger, denn wir haben hier die normalen Liberty 4. Es gibt noch keine Pro-Version, aber bisher habe ich auch nur Gutes über die gehört und freue mich, die Kopfhörer ja auszupacken, einzurichten und auch ausführlich für euch zu testen. Da wird auch ein schriftlicher Testbericht auf techniknews.net kommen, also seid auch darauf gespannt. Ja, die Liberty 4 kosten 150 Euro, sind ab sofort ja auch im freien Verkauf erhältlich. Was bekommt man denn dafür? Auf der Rückseite haben wir einmal ACAA 3.0, das scheint wohl deren Audio-Standard zu sein. Wir haben einen In-Ear-Herzfrequenz-Sensor. Und das finde ich richtig krass, das hatte ich noch nie in irgendwelchen Kopfhörern. Ob das ein Gimmick ist oder ein tatsächliches Feature ist, das werde ich auch herausfinden. Spatial Audio, bin ich auch mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Hear ID 2.0, das heißt auch ja, die Kopfhörer können auch wieder auf euren Klang angepasst werden, auf eure Ohren angepasst werden. Und 9 Stunden Akkulaufzeit, 28 Stunden mit Case. An der Seite ACAA, das scheint halt deren Audiosystem zu sein. Und hier auch nochmal Herzfrequenzsensor. So, dann packen wir die Kopfhörer mal aus, beziehungsweise holen die Kopfhörer aus ihrer Plastikverpackung. So. So. Und zack. Dann, ja, macht man die Kopfhörer. Ach, man zieht sie hier oben raus. Nein. An der Seite. An der Seite. Ja, an der Seite. Oh, magnetisch an der Seite verschlossen. Hui, das nenne ich mal ein Unbox-Erlebnis. Wir haben auch direkt 3 neue weitere Audio-Tipps, In-Ear-Tipps. Also M2, sogar zweite Version von den mittleren Ear-Tipps, die scheinbar auch drauf sind. Größer, kleiner. Ja, hier haben wir dann das Case. Hole ich mal raus hier. So sieht das aus. Und dann kann man das hier von aufsliden. Das ist auch cool. Das gab es ja bei einem Vorgänger auch schon. Das ist mal was anderes als, ich hole jetzt mal hier die OnePlus Buds Pro 2. Die macht man ja so von unten nach oben auf. Hier slidet man das Ganze so auf und zu. Und dann gibt es hier unten noch so ein kleines Licht, was dann einmal signalisiert, ich bin an. So, was haben wir denn hier noch? Soundcore App. Hier haben wir dann auch nochmal ja, die Anbindung zu den ganzen Audiogeschichten. Hier ist auch noch der Papierkram und ein USB-C-Kabel. PAP 21 von A auf C. Circa ja, 30 cm oder sowas. Auch ein etwas längeres Audiokabel. Also USB-C-Kabel. Auch sehr schön. Also das nenne ich mal einen sehr, sehr guten Lieferumfang. Deutlich besser auch noch als bei Google oder bei OnePlus in der Vergangenheit. Das nenne ich mal sehr schön. Dann holen wir mal die Kopfhörer selbst raus. So sehen sie aus. Hier haben wir dann einen weißen Ear-Tip mit so einem goldenen Ring. Und hier so ein dunkles, aber spiegelndes, mattes Schwarz. Recht kurzer Stab. Und dann lege ich die Kopfhörer mal hier in das Case rein und hole mal die App. Die ladet ihr euch einfach aus dem Android- oder iOS-Store runter. Und dann geht ihr hier auf Plus, Gerät hinzufügen. Jetzt sucht er nach den Kopfhörern. Hui, jetzt leuchtet das hier auch so. Zack, jetzt sind sie an. Nochmal auf neu funktionieren. Jetzt hat er sie auch direkt gefunden. Ich musste sie noch einmal anschalten. Ja, verbinde dich mit den Liberty 4. Verbunden. So, jetzt sagt er auch schon direkt hier, suche deine Ear-Tipps, weil in den mittleren gibt es scheinbar 2 Größen dann, also M1 und M2. Das haben wir ja auch schon. M1 ist drauf, M2 ist hier. Und dann gedrückt halten, um die Kopfhörer zu kontrollieren. Okay, ich nehme die Kopfhörer mal aus dem Case und lege sie mal in die Ohren. Okay, jetzt drücke ich hier drauf. Okay, da gibt es auch so ein Feedback. So, was haben wir denn jetzt hier in der App? Wir haben Noise Cancelling, wir haben Normal und wir haben den Transparenzmodus. Ja, jetzt höre ich auch meine Stimme ein bisschen lauter. Hier kann man, okay, entweder nur stimmen oder volltransparent. Das heißt, da soll er auch einstellen, wie krass das Ganze ist. Also ob er auch Umgebungsgeräusche noch weiterhin rausfiltern soll oder in dem Fall sich auf Stimmen beschränken soll.
Und bei Noise Cancelling haben wir auch. Okay, da müssen wir erst so einen Test machen. Da hatte ich gehofft, dass es entweder mehrere Modi gibt, beziehungsweise es auch ein automatisches Noise Cancelling gibt. Das haben wir ja zum Beispiel dann auch die OnePlus Buds Pro 2. So, gehen wir mal in die Sound Effects. Hier haben wir dann Hi-Res Audio. Ja, update the Firmware. Okay, LDAC, also den Audio-Codec, den zum Beispiel auch Sony benutzt, den muss ich einmal per Update hinzufügen. Das sind 2,71 Megabyte, also recht schnell runtergeladen. Ah, okay, jetzt muss ich die Kopfhörer wieder ins Case packen und dann melde ich mich wieder, sobald das Update dann auch installiert ist. So, Update installiert. Jetzt starten die Kopfhörer einmal neu und blinken hier auch. Das finde ich richtig cool, ehrlich gesagt, dass man hier unten, dass die Kopfhörer unten im Case LEDs eingebaut haben und dass sie dann, huch, jetzt fokussiert er nicht, dass sie dann auch immer so rumblinken. Kann man sehen, wie man möchte. Ich finde es ganz cool. So, dann starten die Kopfhörer jetzt einmal neu. Gehen wir wieder zurück in die App, weil dann sollten jetzt ja auch alle Funktionen da sein. So, Kopfhörer sind drin, wieder verbunden. Fokussieren, perfekt. So, schön, gehen wir einmal wieder zurück. So, und sind jetzt in der App. Jetzt haben wir hier bei Sound Effects zum Beispiel Hi-Res Audio. Damit wird man dann nicht mehr die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden können, was auch möglich ist. Sprich, man hat dafür auf seinem Smartphone hochwertige Audioqualität, sofern die Audiodateien das natürlich auch unterstützen. Aber dafür verliert man dann den Modus, dass die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden. Jetzt dauert das scheinbar 10 Sekunden, wenn man den Modus aktivieren möchte. Was haben wir sonst noch? Wir haben Spatial Audio, das kann man auch aktivieren. Einmal fixiert und einmal mit Head Tracking. Da bin ich sehr gespannt, das werde ich gleich einmal ausprobieren in meinem ersten Eindruck, weil ich das auf den Google Pixel Buds Pro jetzt hatte und mich das jetzt nicht so wirklich irre umgehauen hat. Wir haben auch eine Hear-ID. Auch da macht man dann wieder so einen Hearing-Test. So, jetzt hat er eine Hear-ID erstellt. Da musste ich halt einfach immer hören, ob ich einen Ton noch höre oder nicht. Und das wurde halt immer leiser. Ich höre scheinbar ziemlich gut, weil ich immer wieder auf ja, ich höre den Sound gehört habe. Und dann gab es noch einen Performance-Test. Da wurde dann einmal ein Lied in zwei Versionen, also in zwei Equalizer-Profilen vorgespielt. Und man musste entscheiden, welches einem da besser gefällt. Da habe ich auch unterschiedlich angedrückt. Und jetzt habe ich meine eigene Hear-ID erstellt. Okay. Dann schauen wir mal auch, wie die sich dann im Alltag auswirkt. Es gibt noch so eine, ja, Default Equalizer Geschichte, hat man einmal Soundcore Signature, also einen von denen und ganz viele unterschiedliche mit Lounge, Jazz, Deep Electronic, Bass etc. Also da hat man einiges zur Auswahl und man kann auch natürlich einen eigenen Equalizer erstellen für die ganzen Profis dort draußen, die sowas auch machen können. Zurück in die App, wir haben auch noch Controls, auch hier gibt es echt einiges an Einstellungsmöglichkeiten. Das finde ich sehr schön, das habe ich bei den OnePlus Buds Pro sehr vermisst, ehrlich gesagt. Ich konnte die Lautstärke nicht verändern. Das ist hier alles möglich, mit einem einfachen Drücken kann ich entweder Lautstärke leiser, lauter, Play, Pause, nächster Song, zurück, Voice Assistant, also Siri oder der Google Assistant oder auch Ambient Sound einstellen, sprich von der Geräuschunterdrückung dann in den Ambient Sound wechseln oder auch nichts. Selbes gilt für die rechte Seite, das kann man dann auch einstellen mit Doppeldrücken. Auch hier kann ich dann umstellen, möchte ich zwischen ANC Transparenzmodus oder auch normal, möchte ich den da drin haben oder nicht. Und auch fürs dreifache Drücken ist es auch möglich. Okay, cool. Dann nochmal zurück, wir haben auch noch Soundcore Wellness. Das ist ja dann dieser Modus, wo dann auch die Herzfrequenz gemessen wird. Drücke ich mal auf OK und lass es mal ausprobieren. Okay, jetzt muss ich noch einstellen. Gender Male, 2003, 9, 60 Kilo, passt. Okay, jetzt haben wir so einen Sportmodus drin. Ach, okay, das heißt, wenn ich Sport mache, kann ich Musik abspielen und während des Sportes misst er dann meine Herzfrequenz. Okay, krass. Wäre cool, wenn man das noch mit Google Fit oder irgendeiner anderen Geschichte verbinden könnte, dass man dann diese Daten dann auch zwischensynchronisiert und das halt nicht in seiner Soundcore-App hat, weil ich will nicht wissen, was die jetzt auch unbedingt dann mit meinen, dem muss man sowieso vertrauen, aber mit meinen Sportdaten auch machen.
ja, das werde ich auch da mal ausprobieren. Ja, und das war's auch schon zumindest von der App. Es gibt noch einen Fit-Test, da kann man dann schauen, passen die Kopfhörer gut oder schlecht. In Ear-Detection kann man auch ein- und ausstellen. Ja, das ist dieses Dual-Connection-Ding, was jetzt ja nicht mehr geht, weil ich jetzt die bessere Audioqualität ausgewählt habe. Und Prompt-Tone, wenn man die Kopfhörer reinpackt oder nicht. Ja, automatisches Ausschalten. Auch cool, dass man sowas einstellen kann, weil sonst, naja, wenn man sie verlegt hat über die Nacht und dann ist der Akku morgens leer, dass sie sich nach 30 Minuten selbst ausschalten, auch sehr cool. Ja, dann werde ich mal einiges an Musik hören und mich dann mit dem ersten Eindruck zurückmelden. So, ich habe jetzt ein bisschen Musik mit den Liberty 4 gehört und ich muss sagen, ich habe unterschiedlichste Eindrücke gewonnen. Zuerst einmal Spatial Audio habe ich ausprobiert. Das ist halt, also so wie ich es jetzt eben gehört habe, halt so ein bisschen so, als wenn man eine Bluetooth-Box vor sich stellen würde. Das heißt, der Sound ist nicht irre gut, weil man nicht das Gefühl hat, der Sound kommt direkt ins Ohr, sondern er ist irgendwie vor einem. Und dann dreht man sich auch um und das funktioniert auch. Und es ist cool. Also es ist definitiv cool. Aber es leidet halt der Sound runter, das muss man wissen. Ich denke aber, bei Film könnte das, wo halt der direkte Musikklang nicht richtig krass wichtig ist, da könnte es richtig cool sein. Damit werde ich es definitiv ausprobieren. Die Audio-ID selbst, was ich ausprobiert habe, das fand ich auch cool, weil dort war der Klang dann so, wie er mir tatsächlich gefällt. Oder so ein Profil würde ich mir auch ungefähr so erstellen. Aber an manchen Stellen war dann doch echt, gerade in den Höhen, das war so ein, auch bei den Stimmen, das war schon so ein bisschen scharf. Also das war nicht, da hat man nicht die Details in den Höhen gehabt, wo man dann einen, sag ich mal, recht entspannten Klang hat, sondern das hat man dann im Ohr gehört. Das war so ein bisschen, als würde man mit einem Stick auf eine Snare hauen. Da finde ich, da fehlen noch die Details, gerade im Vergleich zu den Buds Pro 2 von OnePlus, die ich jetzt gerade vorher hatte. Aber das ist nur rein der erste Eindruck bei den ersten paar Songs, die ich jetzt gehört habe. Da bin ich wirklich jetzt gespannt auf den Test. Und gerade auch nochmal, ja, wie das Ganze so im Alltag funktionieren wird, welche Funktionen braucht man dann und wie klappt das Ganze. Also da freue ich mich jetzt wirklich drauf, endlich mal wieder Anker-Kopfhörer auch testen zu können. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Werde ich alles dann probieren, im Test zu beantworten oder in den Kommentaren direkt selbst, wenn mir schon was aufgefallen ist. Ja, und dann abonniert gerne den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.